Und es das ist, passt schon. Man Ja. sieht mich im Moment und das Man sieht dich leicht seitlich. Man kann aber das ist, ja, das so. passt. So, ihr Lieben, also wir sind noch beim Verabschieden. Leonardo verabschiedet noch unsere lieben Gäste und der Max auch und Doro auch. Aber jetzt finden sich langsam alle wieder ein. Hier bei mir an meiner Seite. Genau, und ich schaue nur schnell, dass ich das auch... Das ist toll mit der großen Kamera, da hast du einen ganz anderen Winkel. Genau, also genau. Der Bildbereich ist viel weiter. Ja, absolut. Das ist echt toll. Genau. Wow, du! Schreibt Legit! So. Das war ein spontaner Entschluss. Hi. Ja, das ist die neue Zeit, das ist die neue Energie. Ganz spontan entsteht Großes, einfach wirklich Großes, Geniales. Ja, unser lieber Kameramann, der Max, hat sich auch verabschiedet und nimmt jetzt seinen Platz wieder ein. Das ist alles, mach es dir bequem. Ich bin wieder hier und mache ein bisschen ein anderes Bild. Nachdem wir wieder etwas mehr Platz haben. Keinen Zwang mehr. Und der Ninjal grüßt dich. Du, hi, Ninjal, grüße zurück. Schmelze. Ich komme gerade aus einer Woche Urlaub. Mir geht's richtig gut. Schön. Doro, wo warst du? Magst du uns das mitteilen? Ich war auf der einsamen Insel. Aber nicht Hawaii. Nein, ach wo. Ich hatte einen wichtigen Tag, sagen wir mal vorsichtig, und hatte den noch so in Erinnerung, wie meine Mutter ihren genauso damals wichtigen Tag gefeiert hatte. Und mein Entschluss war, nein, so feierst du den Tag nicht. Ja. Du bist einfach außer Landes an dem Tag, bist einfach nicht da. Und dann habe ich mir überlegt, was mich gut beruhigen könnte, zu mir führen könnte, was mir ein bisschen Festigkeit, Standhaftigkeit, Halt, Ausrichtung, oh Gott, Zentrierung im Großen und Ganzen geben könnte. Und habe mir also wild entschlossen eine holländische, westfriesische Insel gebucht und dort ein Apartment mit Sauna. Und das habe ich eine Woche lang genossen und es war sowas von kraftgebend und sowas von aufbauend, dass ich jetzt also übersprühe und also dass ich hier nicht abhebe und das Rotieren anfange, ist schon alles. Ich bin wirklich aufgetankt bis über die Hutschnur. Es war genial, im Schneesturm am Strand spazieren zu gehen. Es war genial, ja, dass mich dann die vorgewärmte Sauna empfangen hat. Es war auch genial, am Laptop dann GTV nachzuschauen, so ein paar nette kleine Konserven, so ein paar nette kleine Vorträge. Ich habe da glatt wieder was dazugelernt. Das ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, dazulernen. Und ich habe was über mich erfahren, dass mir sowas gut tut, dass das gar nicht immer die Mega-Action sein muss, dass kein Alkohol dabei sein muss. Ich war ganz alleine für mich und habe zu mir gefunden. Und das war toll. Das war ein klasse Erlebnis, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Ich war fast alleine auf der Insel, also ganz, 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 ganz wenig Touristen. Und die da waren, hatten entweder Schlittenhunde zum Trainieren oder haben Reittraining gemacht auf irgendwelchen großen, monströsen friesischen Pferden, die da sich schwarz aus den wabernden Nebelschwaden erhoben auf einmal. Also das waren Eindrücke, das kann man überhaupt nicht beschreiben, muss man einfach genießen. Ich habe weder einen Joint gebraucht, noch Alkohol, noch sonst irgendwas. Es war einfach nur genial, die Ruhe. Und dieses für mich sein und dieses Nachdenken und bei mir sein genießen zu können. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Wer reif ist für die Insel, ab nach Terschelling und dort ein Apartment mit Sauna gebucht. Was Besseres kann man im Winter nicht tun. Also kein Skifahren kann so schön sein und so zur Ruhe bringen wie
dieser Inselurlaub. Ich bin richtig begeistert von meinem Entschluss. Ja. Ich würde es jederzeit wieder machen. Also das fließt nicht nur aus deinem Mund heraus, in deinen wirklich so blumigen Worten. Das war jetzt etwas sehr überanschaulich, aber okay. Absolut schön. Was haben dann, du strahlst es wirklich aus mit jeder Faser deines Seins. Ich habe wirklich Energie toll. Ohne Ende. Also ich könnte jetzt... Gott sei Dank stehen hier keine Bäume, die ich ausgerissen müssen. Ihr habt es vorhin nicht gesehen. Die Domo saß sozusagen hinter der Kamera. Ich saß im dritten Winkel, genau. Sie hat, das hat mich so mitgerissen. Ja. Da kam eine Kraft rüber und eine Energie, das ging bis ins tiefste Mark rein. Und das hat richtig Spaß gemacht, dass ich nicht abgehoben habe und rotiert bin, war schon alles vorhin. Also, richtig Spaß und das war heute nur ein spontaner Entschluss. Ich wusste ja gar nicht, dass heute so viel Stimmung und so viel Energie rüberkommt. Ja, aber schau, die Energien ziehen sich an. Offenbar. So schöne Energie zieht sich dann wirklich auch an. Offenbar, weil ich so gut drauf war, da hat sich das gerade ergänzt. Das war gerade prima. Ja. Konnte man sich gegenseitig aufbauen. Also, ich fand das richtig toll. Das ist so schön. Also, ich komme bestimmt zu so einem Samstagstrommelseminar, dass ich mal richtig draufhauen lerne. Ja. Ich traue mich sonst immer nicht. Ich habe immer so viel Angst. So, jetzt schauen wir mal. Genau, die Sabine. Schön, liebe Doro, und danke für deine Präsenz, Ute. Ja! Geht's dir denn wieder besser, Sabine? Ja, und Ninjal schreibt, ja, Doro, genieße es. Ich habe auch ein lehrreiches halbes Jahr gehabt mit sehr tiefen Erkenntnissen. Super, super, Sabine, ja, danke. Sehr schön, ja, danke, liebe Doro, wirklich für deine... Ich bin einfach nur begeistert vom Leben im Moment. Deine Begeisterung von deinen Erlebnissen, dass du die mit uns geteilt hast jetzt. Immer wieder gerne. Ich bin hier. Und Leon, und hat jetzt unsere anderen lieben Gäste verabschiedet. Ja, genau. Ja, die Renate im Mai und den Heinz. Also, das war schon genial. Ganz stark. Und ich für mich jetzt so, wow, erst die Buchpräsentation von Klaus Jürgen war ganz rund und wunderschön zauberhaft. Also wirklich ein Zauber in seinen Worten, in seinem Buch. Puh, erstes Highlight. Zweites Highlight. Mai mit seiner singalesischen Kraft, Energie, Liebe, Schönheit. So viel Freude, so viel Freude. Begeisterung. Also ganz genau. Mitreisen. So schön. Einfach mitreisen. Ja. Magisch. 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 Ja. Ganz unterschiedlich und kraftvoll magisch. So schön. Und und das alles dürfen wir erleben innerhalb von 2 Stunden. Eine Reise um die Welt. Ja. Von Hawaii nach Senegal. Und jetzt wieder. Und dort über Holland zurück. Über Holland zurück nach München. In den Indianer-Wigwam. Zu Leonardo. Genau. In seinen magischen Raum. Ja, hier. In der Gabelsberger Straße. In der Gabelsberger Straße. So schön. München TV, regional von GIT TV. Super. So, jetzt muss ich den Ton einfach ein bisschen wieder hochdrehen. Nach dem energetischen Trommeln, wo ich jetzt wirklich erstmal reduzieren musste. Aber jetzt sind... jetzt ist alles wieder eingestellt, die Technik läuft wieder und in der ersten halben Stunde mit Klaus Jürgen gab es ja da mal einen Ausfall, aber ich denke, der Cheat kann das gut zusammenschneiden, da hat mich der Klaus Jürgen drum gebeten, lieber Cheat, ob du das schön zusammenschneiden kannst. Klar kann Cheat das.
Klar kann ich ihn 30 Jahre. Ich bin überzeugt, der hat jetzt so viel Trommelenergie gekriegt, das geht ganz spielend. Genau. Zusammenschneiden. Also schneiden ist ja... Ja. Zusammenfügen, sagen wir mal. Genau, genau. Etwas liebevoller. Ja, ja. Hat er schon. Super, super. Ich wusste, er kann es. Ja. Und er hat es auch schon gemacht. Ja, jetzt gibt es ein Thema für unsere Stunde. Wenn ihr, ihr Lieben, eines habt, schreibt es uns doch gerne. Dann gehen wir da hinein in dieses Thema, was euch gerade aus dem Chat herausfließt, aus dem Herzen kommt. Kleben. Ja, Cheat hat gesagt oder schreibt uns kleben. Ja. Und da gehen wir drauf ein. Oder Leonardo, hast du ein Thema, was du uns mitteilen möchtest? Ich bin noch nicht ganz hier. Du bist noch in Senegal oder noch in... Trommel. Ich schwebe noch in Italien, glaube ich, oder? Nee, war ist er ja schon länger. Da ist er schon wieder da. Ja, da ist er schon wieder da. Aber du bist noch beim Trommeln mit der Djembe, oder? Ja. Genau. Ja, spüren wir mal rein, ob ihr es wünscht, ob wir es wünschen, ob du es wünschst, nochmal die Djembe heute zur Hand zu nehmen. Oder nicht. Oder lieber das Didgeridoo oder lieber eine von deinen wunderbar selbstgebauten Trommeln. Ja. Das ist ja auch genial. Die Djembe aus Afrika, das Didgeridoo aus Australien, genau. Ja. Diese Rahmentrommeln, die ja in sehr, sehr vielen Kulturen rings um die Welt einfach bekannt sind und verwendet werden, in schamanischer Arbeit und hier in München in Leonardos magischen Händen entstanden. Ja, ich sage es so ungefähr, wenn ich spiele parallel den Didgeridoo, den Djembes. Ja. Ich sage so, ich verbinde vier Kontinente, alles in einmal. Ne, den Djembe aus Afrika, den Didgeridoo aus Australien, ich komme aus Südamerika und ich bin in Europa. Ja. Vier Kontinente, man verbindet sich in einmal. Ja. In einer harmonischen Einheit. Ja, genau. Das machen wir nachher. Ja. Doch, das würdest du nachher im Laufe unserer Stunde Djembe spielen und Didgeridoo spielen und wir nehmen die Rahmentrommel? Gerne, ja. So machen wir das. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr einen Wunsch habt für ein Thema, in das wir hineinspüren sollen, hineingehen sollen, dann tun wir das gern. Denn von der Zeitqualität her, wir hatten ja gestern Vollmond und am Freitag, diesen Freitag jetzt, wird ein Fest keltischen Ursprungs gefeiert im Bolg. Und am Samstag ist ja Maria Lichtmess. Also es ist die Zeit, wo das Licht wieder richtig sichtbar ist. Wir mit der Wintersonnenwende ist ja dann die ersten Tage dieser Kampf, dieses Schauen, kommt das Licht, kommt es zurück oder nicht? Und es ist noch ein paar Tage in der Schwebe, aber jetzt sind wir in der Zeit, wo das Licht wirklich wieder gewonnen hat. Es ist so schön, als ich heute Abend hergekommen bin, es ist ja noch, also bis 5:30 ist es hell, erst dann beginnt die Dämmerung und die Qualität des Lichtes ist wieder sichtbar geworden. Da ist sie ja immer und jetzt ist sie wirklich für uns wieder sichtbar geworden und wird eben nach diesem ersten Vollmond dann auch mit unterschiedlichen Ritualen gefeiert. Genau. Also eine Zeitqualität, die sehr aufstrebend ist.
Vielleicht möchtet ihr uns dazu etwas mitteilen. Wie war das für dich da in Holland? Wie ist dort Sonnenaufgang, Sonnenuntergang? Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht vermisst. Es war nicht so oft Sonnenschein, nicht so oft blauer Himmel. Ja. Aber es war ein mystisches, magisches Licht, von dem man morgens wach geworden ist, ganz liebevoll umhüllt. Ich habe das einfach als Geborgenheit empfunden, den Nebel, die Schwaden, das Wasser, was Ebbe, Flut und so weiter, ja, was die Gezeiten da mit sich bringen. Das ist eine Strömung, eine Luftströmung, da braucht man eigentlich gar kein Licht dazu. Also ich hatte manchmal auch das Bedürfnis, in der Dunkelheit Spaziergänge zu machen. Ja. Ich habe das Licht nicht gebraucht, ich habe die Kraft gespürt, die Kraft des Wassers, die Kraft des Mondes, der zunahm und zunahm und zunahm. Und ich habe da eine Energie draus gezogen, einfach durchzuatmen und habe mich da reingelegt quasi in diese Strömung und habe mich da einfach nur tragen lassen. Ja. Was ich gerade gespürt habe, was gut für mich ist. Ich brauchte keine Restaurants oder Musik oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur genossen, diese Luft, diese Strömungen, dieses Hin- und Herwabern des Nebels. Das war mystisch, das war einfach genial. Ja. Also als du begonnen hast zu sprechen, diese Nebel, dieses Diffuse, da ist mir auch einer der großen, großen Magier-Schamanen deutscher Herkunft, Johann Wolfgang von Goethe, eingefallen, der ja auch über die Magie des Zwielichtes geschrieben der und durchaus empfänglich für solche Absolut, Strömungen. Absolut, genau. Ja. Und das habe ich jetzt auch einfach so gesehen. Ich wünschte, ich hätte das Fotoequipment dabei gehabt, um das irgendwie einzufangen. Mit meiner kleinen Digi-Knipse kriege ich das nicht. Ja. Das kriegt man einfach nicht eingefangen. Aber ach, mit einem ordentlichen professionellen Equipment wäre das mit Sicherheit eine Kunstausstellung wert gewesen. Diese Strömungen, dann fliegt irgendein ganz großer Schwarm von Gänsen, die da sehr beheimatet sind, die dort Stopp machen und so, fliegt dann über deinen Kopf so in ziemlich tiefer, also maximal 5 Meter oder so. Ja, und dieses Rauschen der Schwingen und die Töne, die das Willkommen heißen der anderen Gänsefamilien und so. Es war wirklich also faszinierend und mitreißend. Ich habe es nur nicht eingefangen bekommen. Ich hatte keine Kamera. Es ist in deinem Herzen. Und ich habe auch mal gehört, und manchmal bin ich selber in dieser Situation, wo ich denke, wow, das möchte ich jetzt fotografieren. Doch in dem Moment nimmst du dich raus. Das stimmt. Da hast du sowas von recht. Das ist mir auch schon oft passiert, wenn ich die Situation nur durch die Linse betrachte, nur durch den Sucher, dann entgeht mir der bleibende Eindruck. Ja. Und das ist eigentlich schade. Genau. Und dann sprich, man kann es niemandem so anhand eines Fotos oder eines Films rüberbringen, dass er es nachvollziehen kann. Und dann ist es schade, wenn ich den Eindruck nicht gespeichert habe und der andere auch nicht entsprechend beteiligt sein kann. Also es war vielleicht gut so, wie es war, dass ich kein großes Equipment dabei hatte und keine Profifotografen. Es war wirklich sehr kraftspendend. Genau, so konntest du diese ganze Energie, die ja für dich da war, auch in dir aufnehmen. Genau, also die Insel, die war zum Teil, ich glaube, überhaupt nicht mit Touristen bevölkert. Ich war tagelang alleine in der ganzen Ferienanlage. Es war genial. Frühstück wurde nur für mich bereitet. In einer riesigen Ferienanlage. Es war wirklich schön. Wow. Und ich habe das genossen, diese Ruhe. Keine Termine, keine Öffnungszeiten zu beachten. Und ich konnte Tag und Nacht genießen, wie es mir gepasst hat. Das pure Sein. Und das war mir wichtig in dem Moment, dass ich, es standen auch so ein paar Entscheidungen an oder so ein paar, naja, in welche Richtung bewegst du dich, so ein paar Überlegungen. Und und wie schreibst du das, wie stellst du das dar? Ich hatte so ein paar Projekte halt im Kopf und habe die Ruhe einfach gebraucht, um ein Stück weiterzukommen im Denken. Und das war
zauberhaft. Schön. Zauberhaft, also, und das hat mich sehr, sehr inspiriert. Uns allen, euch allen empfehlen ans Herz legen, ja, einfach mal auch eine Auszeit zu nehmen, um zu sich selbst zu kommen. Genau, die Auszeit tat Not und tat mir gut. Also war wirklich exakt richtig im richtigen Moment und ich brauchte den Abstand und habe ihn gewonnen und sehe wieder alles aus anderen Aspekten, aus anderer Sicht. Ja, ja, also ihr Lieben, ich richte das Wort nochmal an euch. Wenn ihr uns an euren Gefühlen jetzt von, auch von Doros Worten, ja, wenn ihr die mit uns teilen möchtet, dann freuen wir uns. Und ich habe aber eher so das Gefühl, im Moment sind alle, alle platt. Aufnehmen, empfangen, die Energie aufnehmen. Ja, ich hätte schon was, was mich bewegt. Ja. Wenn ich vielleicht auch was äußern darf. Ich war so geschockt irgendwie. Also ich bin jetzt gerade so voll von der Energie durch das Trommeln. Und das sprudelt über und das muss in einen Kanal gelenkt werden, meine Energie. Und ich würde vorschlagen, dass wir ein bisschen in das Trost spenden, in das Aufrichten gehen, was unsere brasilianischen Mitbürger betrifft, nach dem Unglücksfall in der Diskothek. Ja, ja, ja. Also ich habe das Bedürfnis, denen Kraft und Energie zu schicken. Ja. Es ist weit über den Kontinent hinweg, aber das so wie Leonardo in einer Person vier Kontinente verbinden kann, so bin ich überzeugt, dass unsere Energie dort aneinander ist. Ja. Egal, ob wir jemanden persönlich kennen oder nicht. Oder nicht, es ist egal. Genau. Weil es sind Menschen, die im Feiern waren, in der Freude waren. Eben, die waren in der Freude, wir sind in der Freude, in der Hochstimmung und können die Menschen teilhaben lassen. Also es wäre mir ein Bedürfnis. Ich weiß nicht, ob andere sich da beteiligen möchten, ob ihr mittrommeln möchtet. Ja. Aber es wäre mir ein Bedürfnis, einfach von unserer Energie abzugeben. Gerne. Und geteilte Energie ist doppelte Energie. So das ist hilft es. Sicher. So ist es. Genau. Wollen wir da gleich trommelnd einsteigen? Wobei ich jetzt spüre, zu Beginn erstmal in die Stille zu gehen. Mhm. Um es zu sammeln und dann beginnt es, wie es eben beginnt. Gerne, Okay. Magst du Djembe und die Truidu dazu nehmen? Oder welches Instrument möchtest du spielen? Oder? Ja. Dann nehme ich meine Trommel. Wow, Max, danke. Und die Doro? Wenn ich darf, kann ich gleich die Hand trommeln? Ja. Okay. Genau, man muss so. Und dann ist die. Und die Spirits bekommen auch ihre Nahrung mit diesem feinen Palo Santo. Genau. Und wir gehen jetzt gemeinsam in die Energie Menschen. Die mitten im Feiern und in der Freude aus diesem Leben gerissen worden sind. Einen guten Übergang zu schicken und ihren Angehörigen Licht und Liebe. Und Licht für alle Seelen. Und Licht für alle Seelen. Zuversicht, dass die Energie ihre Seelen trägt in die neue Zeit. Sie geben uns voraus und wir geben ihnen eine Richtung. Wir weisen ihnen einen Weg
in der Gewissheit getragen zu werden. Und zugleich mit dem Bewusstsein, alles verläuft in Zyklen, wie Ebbe und Flut, wie der zunehmende Mond, der Vollmond, der abnehmende Mond und der Neumond. Geboren werden, Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter und Sterben, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alles verläuft in Zyklen. Sie haben einen Sinn. Gib den Menschen die Bereitschaft, diesen Sinn zu erkennen, zu erfassen. Vielleicht nicht heute, vielleicht erst in Jahren. Thank you.
für die Energie. Danke, Ström. Danke. So, wow. So kraftvoll. So erdig kraftvoll. Und so zielgerichtet, ja, so strömend, ja, in eine Richtung. Ja, so ganz so richtig. So ein richtiger Impulsstrom, so habe ich es. Genau. So, jetzt kann ich das Mikro, die Lautstärke wieder etwas höher fahren zum Sprechen. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob vielleicht mit dem Chat irgendwas ist oder ob unsere lieben Zuschauer wirklich sprachlos sind. Machen wir mal eine Chatprobe. Seit dem Kleben vom Cheat ist jetzt überhaupt nichts mehr gekommen. Ah, okay, Chat, ja. Doch, es funktioniert, ja. Genau. Ninjal, hauchzarter Klang des Weges der Seelen, ja. Und Cheat, Unicorn, der Chat geht noch, ja? Ja, gut, das... Das ist schön, also auch so zu, wirklich, das eine ist für mich, den Kontakt mit euch zu spüren, war auch jetzt die Verbundenheit ganz stark da, dieses ganz gleich wie jeder diese letzten Minuten selber dabei war, ob im Schweigen, zuhörend, aufnehmend oder auch trommelnd, wie auch immer. Und schön ist es außerdem nochmal, auch von euch zu lesen. Das ist schon auch ganz toll. Genau. Leonardo, du hast am Anfang wieder so schön getönt, gesungen. Das war wieder so dieser Ton, der so wie Albert letzte Woche geschrieben hat, so durch alle Zeiten, alle Kathedralen gegangen ist. Ja, das Thema war das, ne, so dann ja. einen tiefer gehen. Und dann kommt das. Ne, so. Ja. Dann will es entstehen, dann will es nach außen getragen werden. Genau. Und für dich, Doro, du hast es ja eben auch gesagt, so gebündelt, so zielgerichtet. Ist es so, wie deine Idee, die dazu war, auch in den Fluss gekommen ist? Ich habe in meiner Ausbildung mal so ein Gemeinschaftsritual von x vielen ganz entfernten Leuten gespürt und daran teilgenommen. Und da war es wie eine tragende Spirale, wie ein Teller, der sich immer höher schraubt und wo immer mehr Leute dazukommen und ihre Energie mit reingeben. Und der Teller wurde zur Schale und wurde immer schwerer und gehaltvoller. Und dieses... dass immer mehr Menschen in die Energie mit reingegangen sind, das habe ich jetzt auch gespürt. Und dass diese Spirale sich so fortbewegt hat, einem imaginären oder unsichtbaren Ziel entgegen. Ja. Und diese Vereinigung, das gibt mir immer ganz viel, wenn ich spüre, dass durch Gedanken, durch Mittrommeln, durch Mittönen, durch Mitsingen, vielleicht durch tanzen oder sich bewegen oder einfach beten, dran denken, dass da so viele Energien gebündelt werden und sich dann wirklich auf den Weg machen, um die Seelen zu tragen, um den Hinterbliebenen Trost zu geben, um eine gewisse Ordnung wiederherzustellen in dem Chaos, was dort entstanden ist, um einfach Kräfte dorthin zu tragen. Sowas gibt mir immer wahnsinnig viel und das bleibt sehr nachhaltig in meinem Herzen. Also das war
toll zu spüren mit den verschiedensten Klangarten, Klangrhythmen, ja. Tönen. Ja. Und der Beteiligung auch der Zuschauer, klar, und aller anderen, die jetzt einfach nur vielleicht staunend und mit offenem Mund da, ja, dabei waren. Allein das dran denken, das Bündeln der Gedanken und der Energie, mhm, das, ich bin sowas von überzeugt, dass das ankommt und gespürt wird. Für mich auch, und welches Wort oder welche Worte ich jetzt nochmal besonders wiederholen möchte, weil ich glaube, da warst du noch gar nicht da. Oder vielleicht doch, und ich wusste es nur nicht, als Klaus Jürgen noch neben mir saß und von seinem Buch und eben diesem hawaiianischen Schamanismus berichtet hat. Und du hast jetzt die Worte auch gewählt, die Ordnung wiederherzustellen. Ja. Dass eben mit Ritualen eine Ordnung wiederhergestellt werden kann. Und ich habe selber auch das Gefühl, dass etwas wieder in Balance gekommen ist. Genau. Es ist wichtig, dass man die Strukturen wieder aufgreift, die dort gewesen sind, die vielleicht kurzfristig aus dem Rhythmus, aus ihrer Fassung gekommen sind. Ja. Und das hilft Menschen, Tieren, wem auch immer, allen Wesen, die dort in irgendeiner Form irritiert worden sind. Genau. Und genau dieses Gleichgewicht muss möglichst bald wiederhergestellt werden. Es wird für niemanden ganz sofort gehen. Ja. Und ich bin einfach so ein Gleichgewichtsfanatiker oder Gerechtigkeitsfanatiker oder so. Und mir tut das immer wahnsinnig weh, wenn ich spüre, dass da irgendetwas in Disbalance, in Unordnung geraten ist. Und ich gebe dann gern irgendwie Energie, Kraft und Trost. Schön. Durch Gedanken, durch vielleicht Gebete, durch vielleicht egal, ob jetzt jemand eine Kerze anzündet, ob jemand irgendwo sich ein Bild anschaut und dabei in die Meditation geht oder auf anderem Wege da teilnimmt, aber das hilft alles, diese Energien zu bündeln, um diese Ordnung, diese Struktur wiederherzustellen. Genau. Von wo auch immer in der Welt. Und es ist wirklich, du hast es auch gesagt, egal. Es ist absolut gleichwertig, ganz gleich, was das einzelne Individuum tut. Genau, das ist die Eigenschaft, die Qualität der neuen Zeit, dass imstande ist, alle Aktionen in eine Richtung zu bündeln, dort wo es Not tut, dort wo es gebraucht wird. Genau. Das finde ich so faszinierend an der neuen Zeit, dass wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben, teilzuhaben an dem Geschick aller Menschen. Und das macht mir selbst. Wie hast du es empfunden, wahrgenommen? Als innerlich sehr belebend. Ja. Aber gleichzeitig auch ruhig und friedvoll. Ja, Frieden. Also so ausbreitenden Frieden in sich und trotzdem alles lebendig. Und diese Mischung aus Lebendigkeit und Ruhe in einem, das ist einfach sehr angenehm. Schön. Ja. Das sind einfach die Leute, Leonardo und Ute ruhen in sich. Ich bin durch die Woche Holland auch etwas zentrierter und ruhiger geworden. Schön. Und ich glaube, das darf auch jeder spüren, dass wir einfach hier uns so zentriert und so wohl fühlen. Genau. Gott sei Dank hast du nicht auf der Kamera mitgetrommelt, das ist auch wieder so ein ruhiges Bild geworden. Wow. Ja, und ich möchte auch dieses Frieden, ruhig, und zugleich belebend, das könnte ich mir auch vorstellen als eine Energie, eine Qualität, die wir erleben können, wenn wir im Park sind. Durchaus. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist verankerte und rückbezogene zur
ja. Natur, zur Erde, zum, genau. zu den Elementen insgesamt. Ja. Da ist ja. ja Wasser, da ist ja Meer. Ja. Ist ja nicht nur denn, Sand und Insel. Genau, eben. Vom 1. bis zum 9. Juni. Und so wie es ausschaut, werden alle, die jetzt hier im Raum sitzen, möglicherweise mit dabei sein. Das ist ja super. Ich freue mich auch riesig. Und ja, wir werden unseren kleinen Bus schon voll bekommen. Mit Sicherheit. Ja, ich freue mich ganz sehr auf die Zeit. Ich freue mich auch drauf, selber mal mich rauszunehmen, für mich ganz in Ruhe zu genießen. Genau. Da wird es doch eine ruhige Stelle geben, irgendwo eine kleine Bucht auf der wunderschönen Insel Park. Ich kenne sie vom Segeln her, ich war dort schon mal. Also ich kenne jetzt nicht den Ort, wo wir jetzt hingehen, aber ich freue mich sehr drauf. Und genau auf diese Qualitäten, von denen du jetzt, die du jetzt auch erlebt hast, in Holland auch gesprochen hast. Also eben diese Kombination von, ich kann ganz für mich sein und ich kann mit in die Aktivität gehen, in die Gruppe gehen, wie auch immer. Also das, dieses freie Gestalten, dieses, ja, neu entscheiden, was möchte ich jetzt, in mich hineinhören, in mein Herz befragen. Das war auch so ein Thema letzte Woche, was wir auch nochmal aufgreifen werden, um wirklich da das Beste für mich zu tun. Also das mag egoistisch klingen, das ist aber gar nicht so gemeint, weil wir umso mehr Energie abgeben können, je mehr ganz wir tanken. Genau. Und deswegen ist es durchaus legitim, ja. dass wir uns mal in den direkten Kontakt wieder zu den Elementen in die Natur begeben und eben nicht durch tausend Regeln, Reglements, Pläne, Abläufe und sonstige Termine da uns diktieren lassen, sondern einfach mal unmittelbarer wieder an die Elemente rangehen. Darauf freue ich mich besonders. Ja, ich auch. Ja, und wirklich auch, kannst du noch mal betonen, den Kontakt zu sich selber. In Verbindung mit den Elementen. Die führen dich dann zu dir. Ja, ganz genau. Eindeutig. Also das habe ich jetzt auf der Insel auch gespürt. Egal, ich habe das nicht geplant, welche Elemente ich jetzt wirken lasse. Oder jetzt 5 Minuten Mondelement und dann Flut. Und das dann geht ja gar nicht. In 6 Stunden gehe ich pünktlich zur Ebbe dann wieder hin. Blödsinn, geht nicht. Geht gar nicht. Einfach wirken lassen, was wirken will. Ja. Und wenn früh zum Frühstück noch blauer Himmel ist und eine Stunde später, wenn ich spazier gehe, bereit bin, ist es wieder grau, dann soll es so sein. Und das ist okay. Und das wirkte so, trotz allem unvorhersehbaren Einflüssen. Also ich konnte ja das Wetter nicht stricken. Ich konnte das nicht beeinflussen. Und das habe ich in dem Moment so genossen, so hingenommen, wie es ist. Und einfach auf mich wirken lassen. Ich habe keinen Tagesplan gehabt, keinen Stundenplan. Ich habe einfach nur mich treiben lassen. Und dieses Schön. Treiben dürfen, ja. auch dieses, ja. dass da ja. keiner ja. drüber urteilt, ja. was ich wann mache ja. und ja. wie mache und ja. wie lange und wie oft. Und ja. Das Super. Ist einfach. Ja. Und die Sabine schreibt uns, ja, es gibt viele ruhige Buchten, wo man ganz für sich sein kann. Wow, wunderschön. Ja. Vielen, vielen Dank, Sabine. Für deine Info, für dein Dabeisein und uns das jetzt auch auf diesem Wege mitteilen. Das ist ein tolles Versprechen, das macht es einfach noch anziehender. Genau, und du freust dich auch? Ja. ja. Nochmal den Zeit, wann ist? 1. bis 9. Juni. Also 1. bis 9.6. von Samstag bis Sonntag ist das. Genau. Also die Wigwam-Karawane startet, startet hier vom Wigwam aus. Sehr schön. Genau, genau. Und die Jeet-Karawane von Leipzig aus und alle anderen Karawanen, genau.
dürfen wir gerne den Sternmarsch dann joinen. Und ja, genau, das sehe ich auch gerade. Ich also vom Auge so, von da startet einer, von da startet ein Bus und von da kommt noch einer dazu. Das gleiche Bild habe ich auch gerade gehabt. Und irgendwie, Sabine G., schaut mal, also bin ich der Meinung, wir machen uns Aufkleber aufs Auto. Karawane. Karawane. Ja. Das wäre toll. Ja. Ja. Jeet Karawane haben wir ja letztes Jahr auch so viel davon gesprochen und jetzt realisieren wir sie. Und schauen wir mal, was auf dem Aufkleber stehen will. Oder vielleicht ein Symbol, Jeet, ein Gemälde. Jeder spürt mal für sich rein oder vielleicht entscheiden wir uns nur für eine gemeinsame Farbe und auf jedem das wäre toll, kleinen Bus steht das Individuelle, das Wigwam, das Jeet Leipzig, das Wien, wie auch immer. Region München TV oder irgendwas. Sabine, die Steffi schickt uns ein Smiley und die Sabine schreibt uns eine gute Idee. Ja, doch, das also finde ich, fühlt sich gut an. Das machen wir. Wir geben in uns, was wir da drauf zaubern. Genau. Und Einhorn, schickt uns zwei Smileys, Kreativität, jawohl. Genau, Kreativität. Ja, Leonardo, was? Du hattest ja, du kommst ja aus deiner Heimat, gab es ja auch viel, viel Wasser. Ja. Jetzt nicht das Meer, du bist im Landesinneren von Argentinien zu Hause, aber der Kontakt zum Wasser war von Anfang an da. Ja, es immer war so. Ja. Genau, weil du mir mal gesagt hast, dass dein Stamm sich auch auszeichnet durch Schwimmen können, also ins Wasser gehen, im Wasser sein und Gesang. Ja. Dass das so zwei besondere Qualitäten sind, die ihr gelebt habt, so auch in Verbindung so. Ja, so sagen bis heute, ne? Wenn du kannst nicht schwimmen und nicht singen und dann bist du nicht von unserer Region. Den Vater Fluss, el Padre Rio. Und obwohl dein Stamm Nomaden sind, seid ihr immer mit dem Fluss gezogen? Weil der Paraná kommt von Hoch Amazonien. Unsere Leute hatten immer bewegen, in den Fluss. Ne? Genau. Und so bis Buenos Aires. Ne? So, den ganzen Paraná-Fluss ist einer der größten Flüsse von Südamerika. Ja. Und so ist ungefähr den Übersetzung von Paraná ist ungefähr Sohn von das Meer. Weil das so majestätisch ist, den Fluss. Ne, so. Ja, das ist ja auch besonders. Das ist sehr schön. Also ich meine, es sind sowieso sehr große Flüsse mit ein verzweigtes Netz ja dann auch an immer wieder kleinen Nebenarmen und so. Ja. Und alle gehören zusammen. Ja. Und so auch den Wasserfall. Ja, so. Genau, die Iguazu-Fälle. Die Iguazu-Fälle, ganz genau. Die sind in der Region gigantischen Wasserfälle. Also Sabine schreibt uns schöne Schwingungen, die wir da aus dem Wigwam verbreiten. Ja, das tut gut. Und der Albert schreibt, er hat viele Trennungen heute Abend. Ja, und er schaut sich's morgen an. Albert.
Im Nachhinein, genau. Und er hatte eine Menge Spaß, dich zu sehen und zu hören. Ja, und Nijal schreibt, alles Gute, Albert. Vielleicht für alle, die, obwohl ja Albert immer wieder auch im Chat ist und unsere Sendung zuschaut, Albert ist ein Freund von Leonardo, lebt in Paris. Letztes Jahr war Leonardo bei ihm zu einem Trommelbaukurs, hat Leonardo dort gegeben, und sie waren gemeinsam zu dem Didgeridoo Weltfestival in Südfrankreich, und das steht ja auch für dieses Jahr wieder auf dem Plan. Ja, genau. Genau, ja. Ja. Und das war ja auch richtig, eine richtig wilde Geschichte ja auch. Ja. Ja, ja, wir haben schon so viel miteinander. Wir waren die Weile allein unterwegs. Ne? Ja. Und ja, viel Spaß auch. Hattet viel Freude miteinander, viel Spaß. Ja, schön. Also Albert, dann einen schönen Abend, und genau, schau dir die Sendung, genau, morgen ganz in Ruhe an. Ja, liebe Grüße aus München. Genau, jetzt muss ich mal, die Uhr steht heute hier, auf die Uhr schauen, weil wir so durchs Brit so ein bisschen durcheinander gekommen sind. Aber wir liegen noch gut in der Zeit. Wir haben sie heute schön für uns ausgedehnt, hatten wir ja auch letzte Woche gesagt. Gut, ja, Albert schreibt noch vielen Dank und Grüße. Schön. Ciao, Albert. Ciao, Albert. Schöne Grüße an Edith. Ja, genau. So, wir waren... Beim Wasser. Ja. Der von Park, von der Insel Park, die ja im Mittelmeer, genau in der Adria liegt, zum Paraná-Fluss nach Südamerika. Und? Fängt schon beides mit Paar an, das kann eigentlich nur zusammengehören. Guto, ja. Und das zukünftige Problem, was konnte es hier in der Europagemeinschaft kommen mit dem Wasser? Stark. Ja, ganz genau. Das ist das Wasser. Ein Brennpunkt. Ja. Obwohl es um Wasser geht, ist es ja, ja. Ein Brennpunkt. Ja, ja, die Privatisierung von Wasser. Ja. Wer hat solche Ideen? Also was... Sowieso, ich sage immer so, sowieso das. Du machst jetzt keine Werbung für den. Nee, aber den Kaufen schon von Wasser in Flasche, das ist schon eine etwas, was in den Kopf geht. Ja. Nee? In der Zukunft werden wir wahrscheinlich nicht, ne? Hoffentlich nicht, ja. Wasser nur so in Flaschen. Ja. Ne? Weil so ist zum Beispiel, jeder sagt, ne, trinke nicht Wasser von der Wasserleitung, weil das, lieber kaufe dich, ja. Mhm. Aber das ist eine Doppel. Ja. Meine Damen und Herren, das ist eine Doppelsache, man. Weil so ist, ne? Ja. So ist, was jetzt denn schon seit langem, ich habe schon gesagt, ne? Das ist eine Doppelsache, eine Doppelmessage hier. Ja, man kaufen wahrscheinlich Wasser ohne kontaminiert, ne? Aber die Kontamination kommt hier. Ne? Genau. Hier, gehen an den, ja. An den Unbewussten. So werden wir nur in der Zukunft, ja, wir warten nicht, aber so ist ungefähr, denn was spricht das, ne? Ja. Und ich bin auch der Meinung, also ich bin, zum Beispiel gibt es da auch eine ganz tolle Organisation, AWAS, die wirklich auch immer so brandheiße Themen aufgreifen. Und Aktionen machen. Und Aktionen machen. Menschen wachrütteln. Finde ich stark, also da setze ich auch immer wieder gern meine Unterschrift drunter. Stimmt, es gibt wenige Organisationen, wo ich meinen Namen gerne hergebe, aber AWAS gehört dazu. Für mich auch, AWAS gehört dazu. Und ich habe auch, und das ist für mich dann auch so schön, das zu sehen und zu spüren, wie viele von ganz unterschiedlichen Menschen ich
Zuschriften bekommen habe für schau, was da passiert und ich habe unterschrieben, unterschreibe auch und ich habe es auch in die Welt hinausgetragen und weiterverteilt, dass wir viele, viele, viele sind, die da sagen, stopp, nicht mehr mit uns. Nicht, also ich meine, der nächste Schritt ist, kauf die Luft zum Atmen. Ja, genau. Ja. Luft in Dosen. Das fehlt noch. Ja. Und das ist widersinnig. Ja. Das ist einfach sowas von krank. Ja. Ja, ja. Irgendwelchen kranken Hirnen entsprungen. Absolut anders. In meinem Empfinden. Ja, ja. Also, und es ist ja, für mich. Okay. Denn ja. Umweltsonne, es gibt schon. Ne? Also, ja, den Abgas, ne? So diese ganze. Ja. Wie wird in der Zukunft, ja, wenn du willst, frische Luft, du musst suchen, den Sonne, wo ist den grünen, ja, ab hier können sie atmen. Wahrscheinlich. Ja. Aber gibt es Lufttankstellen zum Atmen? Ja. Ja, du zahlst dafür, dass du deine Druckluftflasche wieder auftanken darfst. Aber für mich ist aber der dritte Buch geht so. Da kommen so, drei Placken, ne? Eine rot, eine gelb und eine. Und steht unter ihr. Ab hier können Sie atmen. Also, ich bin ja überzeugt davon, so weit wird es nicht kommen, weil wir sind ja in dieser neuen Zeit und für mich ist das so ein, solche Aktionen, die in so kranken Hirnen entstehen, weil es ist krank. Es ist krank, es ist. Ja, ich nehme jetzt es ist schwarzmagisch, was da gemacht wird. Ja, stimmt, das ist böse Magie. Und das ist so ein Aufbäumen der letzten Kräfte, die da noch diese Energie hat, die am Wirken ist. Aber sie hat einfach keine Chance, in meinen Augen nicht, weil... Dafür sind wir in dieser neuen Zeitqualität ganz einfach drin. Es hat sich vieles an Grenzen heranbewegt, an ja. Point of No, ja. Auf geht ja. Einfach nicht mehr weiter, da ja. Ist ein ja. Ende, ja. Das ist ja. Gedeckelt, das geht nicht mehr weiter. Und jetzt sind noch so ein paar sprühende ja. Giftdrüsen, ja. Ja. Die irgendwo ja. Noch versuchen, ja, wie ja. Leonardo das schon sagte, ja. Solche kranken Ideen zu verfolgen. Das fing ja schon an mit dem Verkauf von Quellwasser als Mineralwasser. Na klar. Da fing ja diese ganze ja. Versucherei, Wasser zu privatisieren und Geld draus zu machen, schon an. Und jetzt entwickeln die das noch weiter, aber da werden sie ganz schnell ganz auch an schnell. Den ja, die Zeit, weil es ist Stopp vorbei, stoßen. Aus der Zeit sind wir raus. Weil nicht mehr jeder sich so veralbern ja. Lässt. Ja. Gott sei Dank. Ja. Und die Welt ist vernetzt inzwischen und wir haben Macht. Ja, so ist es. Und Ninjal schreibt, haben Sie saubere Luft zu verzollen. Genau. Ja, ja. Wo fängt man an, wo hört man auf ja. Mit der Privatisierung? Ja. Also wirklich. Und das ist, also die Zeitqualität geht ganz klar in die komplett andere Richtung, nämlich in die Richtung der Gemeinschaft, des gemeinsamen Seins und diese seltsamen Auswüchse, die haben einfach keine Chance. Und vor allem des gemeinsamen Nutzens und Benutzens, aber nicht mehr Eignens. Also genau. Es gibt keine Eigentümer mehr, dahin ja. Geht der Trend. Das fängt ja im Konsumbereich an, dass nicht mehr jeder sagt, ich muss dieses Gemälde haben, sondern dass ein Mensch sagt, ich kann mich daran erfreuen, auch wenn das in der Galerie hängt und dadurch noch anderen zugänglich ist. Ich muss das nicht an ja. Meiner Wohnstubenwand ja. Haben, sondern ja. Oder Autos oder irgendwelche anderen schönen Sachen, schöne ja. Gebäude, schöne Bäume, schöne ja. Gestaltete Parks, die müssen nicht mir gehören, ja. Dass da mein Schild und mein Name dran ja. Steht, sondern ich freue mich dran und ja. Freue mich auch darüber, dass sich andere dran freuen. Genau. Und diese Mentalität, diese Stimmung greift um sich. Ja. Das habe ich selbst gespürt in der letzten Zeit, oft erlebt, verstärkt erlebt und freue mich darüber auch, dass auch keine Maschine, kein Gartengerät mir alles gehören muss, das Werkzeug. Ich kann das mal borgen, ich kann das mal verleihen, genau. Ich kann das gemeinsam nutzen ja. Aus irgendeinem Userpool heraus. Ja. Und das ist
das Einzige, was man noch speichern und behalten kann, ist Wissen. Und das sollte auch so sein. Und das Gefühl, natürlich soll man das Wissen auch wieder weitergeben und abgeben, klar. Aber das, der Input in sich selbst, der bleibt einem noch für sich selbst, im eigenen Körper, im eigenen Herzen, im eigenen Hirn. Aber alles andere, dieses ganze Materielle, wer braucht das? Oder so weißen Bilder, ne, an weißen und untersteht, hier malen sie eine gute Gefühl. Ne, so die Leute gehen und malen ein gutes Gefühl auf diese weiße Leinwand. Genau. Dass auch diese Bereiche allen zur Verfügung stehen, die sie nutzen wollen. Hier können sie ohne sie besitzen zu müssen. Das ist ja. Zum Beispiel. Ja. Steffi schreibt, ich weiß nicht, ob als Frage oder Aussage, aber dieses mit der weißen Leinwand, das finde ich jetzt toll. Sabine G., schaut mal, ob das vielleicht auch eine Idee wäre für Park. Große weiße Leinwände zu bemalen mit einem guten Gefühl, dass so ein Gemeinschaftsprojekt daraus entsteht. Genau, jeder, der sich gerade inspiriert fühlt, nimmt daran teil. Aber oder eine richtige betrachtet es. Ich gehe mich dahin und plötzlich, nee, ich habe keine Lust. Und dann? Zurück zu mir. Lass an den anderen. Genau. Mal der andere weiter. Ja. Das wäre eine tolle Idee. Ja. Das würde mir viel Spaß machen, glaube ich. Ja. Wir werden auf dieser Welt noch geklaut, schreibt Ninjal. Das verstehe ich jetzt nicht. Und er schreibt noch so viele Schlüssel. Ja. Ja. Aber das genügt, wenn wir den Schlüssel haben, Zugang zu Sachen zu haben. Wir müssen die Sachen in den Safe oder in den Tresor tun und sperren, um sie zu besitzen. Wer hat den magischen Schlüssel? Wer hat diese einzige? Ne? Also sollte es, Meinst du, es gibt einen, der den magischen Schlüssel hat? Nein. Ich auch nicht. Ich denke, den trägt jede und jeder von uns in sich, den magischen Schlüssel. Ja, genau so. Ich habe gerade die Vision, dass der Schlüssel seine Gestalt verändert. Und je nachdem, wer ihn gerade in sich trägt oder welchen Teil des Schlüssels er in sich trägt, kann er mal da passen, mal dort passen. Aber er schließt kein Safe zu, er schließt nur Teilhabebereiche auf. Ja. Er entschlüsselt. Ja. Jeder hat so einen kleinen Puzzleteil, Mini-Atomteil von dem großen magischen Gesamtschlüssel. Ein Generalschlüssel, das alles aufschließt, aber der Schlüssel schließt nichts zu, er verschließt nichts mehr. Ganz genau. Also das ist für mich auch ganz klar, es ist ein Schlüssel, der öffnet. Ja. Absolut. Ein absoluter, es gibt nichts. Ja. So, wir leben in einer Dualität, ne? Dann kann es nicht eine einzige Form, Gedanken geben. Ne? Also für mich ist der Schlüssel auch, für mich war gerade so dieses Hineinspüren in dieses, jeder hat ein Puzzleteilchen. Mhm. Und zugleich empfinde ich es so, dass in jedem für das eigene Leben der Schlüssel zur Öffnung für das große Ganze komplett da ist. Also nicht die Vorstellung, dass die Öffnung nur geschehen kann, schon auch, wenn alle dabei sind. Und zugleich kann ich aber auch eigenständig meine Energie da reingeben.
so in dem Stil habe ich es auch gesehen. Mhm. Aber je mehr sich daran beteiligen, absolut, mit ihren kleinen Puzzlesteinchen, ja, desto größere Bereiche, ja, kann der jeweilige individuelle, ja, Schlüssel für diese Gruppe, ja, aufschließen, ja, erschließen, ja, 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 entschlüsseln. Ja. Da gibt es so viele Worte, die damit verwandt sind. Also das ist spannend. Da kann man wunderschöne, ja, Wortspiele oder einfach, genau, ja, ja, daraus formen. Mhm. Aber in meiner Bilderwelt schließt der Schlüssel nur auf. Ja. Man kann damit nichts wegsperren, nichts für sich alleine. Hey, du darfst das nicht sehen, das ist meins. Sondern alles erschließt sich nur denen, die bereit sind, ja, ihre Schlüsselteile beizutragen. Ja. Wir, schreibt wir, Steffi schreibt, wir sind der Schlüssel. Steffi, gut beschrieben, liebe blonde Dame, deren Namen ich leider nicht weiß. Und die Petra schreibt, Goho. Und Steffi schreibt, gracias. Und Ninjal, ja, das ist schön, wie ihr das seht, mit dem Schlüsseln dieser Welt. Wir sind unbezahlbar wertvolle Geschöpfe dieser Erde. Genauso ist es, Ninjal. Ja, ganz genau. So ist es. Wir sind unbezahlbar wertvolle Geschöpfe dieser Erde. Super. Und das Spannende ist ja, im Moment ist eben noch alles verschlüsselt. Für alles, genau, gibt es ein Codewort. Wir brauchen 1000 Passwörter und es werden immer mehr. Passwort. Ja. Für Handy, für Computer, für dies, für das, für jenes. Oh, ja, ja, Petra schreibt auch, schön erklärt, Ninjal. Wow, ganz genau. Also nach Park nehmen wir alle unser Puzzlestück-Schlüssel mit. Auf jeden Fall. Und drehen es immer nur zum Aufmachen. Ja. Genau, genau. Um dort etwas noch Größeres zu öffnen. Das wird uns gelingen. Ja. Da bin ich überzeugt. Huh. Und das wird uns Spaß machen. Na, dass natürlich wir dann sehen, was sich dann eröffnet, ja, was, ja, sich dann entschlüsselt. Ja, ja. Es wird in Freude geschehen, auf alle Fälle. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, oh ja. Es wird irgendwie eine schöne Karawane. Ja, das denke ich auch. Das spüre ich auch. Schön. Was wir heute noch machen und nicht wieder vergessen, bevor jetzt unsere Sendezeit abgelaufen ist. Eine Krafttierkarte ziehen. Mhm. Oh ja. Das machen wir. So. Jetzt mischen wir nochmal schön, oder ich mische sie. So. Den Doro. Genau. Darf ich oder darf Max, ja, egal wer. Doro, du darfst heute, das war just mein Gedanke, den du ausgesprochen hast, Leonardo. Ja, ich muss erstmal in mich gehen. Ja. Geh mal in dich, schau, welches Krafttier uns in der nächsten Woche begleitet mit seiner Energie. Das ist nicht wahr. Halt es in die Kamera, bitte, Doro. Ute, das ist verrückt. Ah. Das ist die Karte, die ich schon mal gezogen habe. Ja, ja, ja. Ja, weil es sind alles. Ja. Sind alles gleich. Superschön. Und das Wunderbare, wir haben heute so viel übers Wasser gesprochen. Genau. Und das ist ein Wasserwesen. Ja. Und Wahl zur Rückverbindung. Ja. Das haben perfekt. Habe ich schon mal gehabt. Ja. Ja, wir haben die Karte auch in der Sendung auch schon mal gezogen. Das ist so. Ja, eben. Hier bei dir habe ich die Karte. Ja. Habe ich also diese du Karte auch. War ja zur Rückverbindung schon mal gezogen. Ich bin weg. Bin gerade hin und weg, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Mhm. Bei dem Stapel Karten, wo es so viele Tiere gibt, will mir das was sagen? Vielleicht. Hat sich mir gerade ein neuer Aspekt erschlossen. Der Rückverbindung.
Eine Rückverbindung. Dafür war die Zeit da. Ich bin geerdet. Ich bringe ein bisschen vielleicht in meiner Wahlzeit. Ja, ich verbinde vier Kontinente, wenn wir spielen die Djeridu und Djembe, aber den Wasser verbinden an uns alles. Miteinander, genau. Ja. Genau. An ja. Die ganze Erde. Ne? Toll, ja. Die ganze also Menschheit. Ich bin völlig perplex, weil ich genau diese Karte in der Sendung, weiß nicht mehr welches Datum es war, 24. September oder sowas in der. Echt? Ja. Ja, habe ich schon mal den Ball gezogen. Wow! So, das muss was heißen. Die Steffi schickt uns wieder einen Smiley. Wow, und jetzt ist unsere, irgendwie, wir haben früher begonnen, oder? Ja, also ja, für mich läuft die Uhr mit 10 Uhr und das, was ich hier sehe, nicht so ganz konform. Aber ist auch egal, ist einfach ganz egal. Ja, wir verabschieden uns. Für heute taucht ein ins Wasser, in die Gefühle. Lasst euch treiben. Verbindet euch mit eurem Sein. Verbindet euch mit den Gefühlen, mit dem, was euer Herz euch sagt. Und ich freue mich. Nos despedimos. Ach, du hast kein Wort Spanisch gesprochen. Hasta la próxima semana. Genau. Siempre aquí, a las 21 horas, en München TV, ein Regionalsendung von JIT TV. Ciao, ihr Lieben, ciao. Ciao. Adios.